Wir haben das Wochenende auf dem Camperpark Teeschardfenn verbracht. Es gab hier so viel zu sehen und zu entdecken, dass wir gesagt haben, wir machen euch ein separates Stellplatzvideo. Hi, wir haben uns dann doch mal rausgetraut, trotz Nieselregen. Okay, wir sind ja auch ganz andere Wetter gewohnt. Wir wollten euch mal zeigen, wie das hier so geht. Die Plätze haben eine feste Nummer, die könnt ihr auch online buchen. Wir haben die Platznummer 33, steht unser Dachmobil hinter. Du hast also auch ausreichend Platz. Bis hier geht ja ungefähr die Markise. Du kannst also auch noch mit Sturmbändern relativ easy abspannen und hast genügend Platz zum Nachbarn. Kannst aber auch, wenn du wie unsere Nachbarn das haben, dich schön von beiden Seiten nebeneinander stellen, dass die Markisen zusammenlaufen und du hast eine richtig schöne kleine Partymeile. Apropos Partymeile, das Zelt war ja gestern Abend wunderbar beleuchtet. Ich hoffe, meine Fotos sind gelungen und ich kann mir vorstellen, wenn das Wetter schön ist und dort abends eventuell gegrillt wird oder was weiß ich, einfach nur zusammengesessen und getrunken wird, dass das eine richtig schöne Atmosphäre ist. Für die Stromanschlüsse braucht ihr hier relativ lange Kabel, die Hauptanschlüsse sind hier diese blauen Boxen, aber es liegen auch Kabeltrommeln zu den einzelnen Plätzen wieder hinten, damit ihr dann nicht über dieses ganze Gelände euer Kabel oder eure Kabel, weil eins könnte vielleicht nicht reichen, ziehen müsst. Also da könnt ihr dann noch einstecken, die sind entsprechend vom Platz. So, jetzt werden wir uns mal anmelden. Das haben wir gestern noch nicht gemacht, weil die Rezeption nicht besetzt war. Und dann gucken wir mal, was vorne noch so ist. Die Entsorgung, das Spülen, Duschen und die Toilettenbenutzung sind im Preis enthalten und auch das WLAN. Haben wir jetzt den Code nicht erfragt, wie gesagt, waren ja auch noch nicht an der Rezeption, aber wir nutzen ja auch selten das WLAN auf den Plätzen. Hier vorne rechts haben wir einen Außenspülbereich, der auch gestern Abend schon rege von den fleißigen Hobbyköchen hier genutzt wurde. Und hier kannst du dann dein Geschirr abspülen. Sind keine Hobbyköche, so ein Hobbyspüler. Ja, du weißt ja nicht, ob die hier gekocht haben. Das stimmt, bei uns spüle ich ja auch, weil ich nicht kochen kann. Und entsprechend kannst du deine Sachen abstellen, der Abzieher, um das Ganze auch wieder ein bisschen hübsch zu machen. Hier ist das Sanitärgebäude, einmal für die Herren und auf der anderen Seite für die Damen. Jetzt ist die Frage, beim letzten Mal habe ich es gefilmt, jetzt bist du dran. Ach ja, hier. Achso. Es war eine schlechte Idee, ich hätte es besser gemacht, es regnet. Ja, Sanitärgebäude, Toiletten, ausreichend groß. Und hier sind die Duschen. Oh. Wie schon gesagt, im Preis enthalten. Ja, jeweils zwei Duschen, zwei Toiletten. Ausreichend für so einen kleinen Platz. Hier haben wir noch eine Außendusche, wenn ihr nach dem Bad im See euch gerne abduschen wollt, aber drinnen, wie gesagt, sind auch zwei Toiletten und zwei warme Duschen, jeweils für die Männlein und die Weiblein. Hier ist noch ein Außenschlauch, ob der zur Nutzung oder nur zur Bewässerung ist, weiß ich nicht. Wir gehen mal zur Anmeldung.
2 Nächte, wir sind gestern gekommen. Ja. Kann ich mir an? Ja. Welcher Platz stehen Sie? 33. Bis morgen. Bis morgen. Wir sind mit 2 Personen? 2 Personen, ja. Und wie ist deine Name? Bettina. Es ist reingesetzt. Mhm. Sie haben das in E-Mail bekommen und es ist im Total 45 Euro. Ja, bar oder wie möchtest du es haben? Was Sie wollen. Ich habe auch PIN, eine Karte. Nö, machen wir bitte bar. Wie lange macht ihr das schon? Ein Jahr. Ein Jahr, ne? Weil wir sind oft, wir sind sonst immer am Leukemeer. Ja. Und wenn wir Fahrrad fahren, dann fahren wir hier schon mal vorbei. Aber wir haben das nie gefunden. Und Freunde von uns sind hier schon mal vorbeigefahren, haben mir aber einen falschen Ort gesagt. Die haben Stevenbeck gesagt. Oh. Und wir sind da hinten an den Karpfteichen letzte Woche, vor 2 Wochen, wo es so heiß war, sind wir 3-mal um den See gefahren, in jeden Feldweg rein. Wir haben es nicht gefunden. Und in ProMobil seid ihr noch nicht drin. Das ist ja so ein. Ja, wollt ihr rein? Dann gebe ich euch ein. Und bei Park for Night habe ich euch jetzt gestern gefunden. Ja, das sind die. Ja. Genau, und bei ProMobil, wie gesagt, ich gucke immer im ProMobil, weil das für mich einfach händlicher ist. Mhm. Und darum hatten wir das dann haben wir gestern, dann wollten eigentlich nach Affaten. Und dann haben wir gesagt, dann fahren wir nach hier. Okay. Dann, ich habe noch für Sie Fahrrad- und Wanderroutes, wenn Sie wollen. Kannst du uns gerne geben. Dann können wir mal reingucken. Ja. Aber wir haben die Knotenpunkt-App. Danke dir. Wir sind eigentlich jedes Wochenende in der Richtung Maasdünen unterwegs. Okay. Und dann fahren wir auch oft hier rüber. Dann gucken wir mal, wo jetzt die Mülltonnen sind. Die waren hier vorne. Ne? Dann bringen wir noch unseren Müll weg. Ach so, was ich jetzt vergessen habe, das habe ich. Bis 12 Uhr muss man runter sein. Und dann auf dem Platz stand, weil ich würde gerne noch ein paar Aufnahmen in der Sonne machen, dass man eventuell auch bis 17 Uhr bleibt. Sie können auch stehen bleiben bis 6 am Abend. Hm? Das ist nur 5 Euro extra. Ja. Das kann auch. Ja, dann machen wir das, ne? Und wenn ihr raus wollt, einfach den Button drücken und simsalabim mit Sesam öffne dich, geht das Tor auf und schon seid ihr wieder draußen. Hier ist die Chemietoilettenentleerung, auch mit einem Wasseranschluss, um eure Toilette nochmal durchzuspülen. Hier draußen befinden sich dann auch nochmal 2 WCs und das Grauwasser könnt ihr dann hinten entsorgen. Und auch das Frischwasser hier zapfen. Wobei auf dem Platz an den Stromanschlüsse auch nochmal Wasseranschlüsse fürs Frischwasser sind. Hier kannst du nochmal Wasser zapfen und über die Rinne einfach. Hier kannst du nochmal Wasser zapfen. Guck, bei mir kannst du Wasser zapfen. Ich steh's da vor, du Du kommst hier hin. Hier kannst du Wasser zapfen. Ich bin hier am Firmen. Am Bauch drauf. Hier könnt ihr dann euer Frischwasser zapfen. Hier trägt ein Doof noch immer den Müll durch die Gegend, weil Alfred ja die Hände voll hat. Und hier könnt ihr das gebrauchte Frischwasser, das sich dann auch Grauwasser nennt, entsorgen. Einfach mit dem Wohnmobil drüber fahren, den Fahrer dumme Sprüche ignorieren und das Wasser. Der Platz ist am Abreisetag bis 12 Uhr zu verlassen. Wenn ihr aber länger stehen bleiben möchtet, habt ihr einmal die Möglichkeit nachzubuchen bis 17 Uhr. Das kostet dann 5 Euro extra. Wollt ihr länger ablassen, bleiben, müsst ihr noch mal einen kompletten Tag bezahlen von 20 Euro. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, auf dem großen Parkplatz, der hinter der Entsorgung war,
euer Wohnmobil abzustellen, wenn ihr nur Fahrrad oder fahren oder wandern wollt. Bei der Anmeldung gibt es auch diese Wander- und Radfahrkarte, wo ihr euch dann einfach mal gucken könnt, welcher Weg euch gefällt. Ihr dürft halt nur kein Campingverhalten dann an den Tag legen, aber zum Parken darf das Wohnmobil dann auch an dem Parkplatz vor dem Stellplatz abgestellt werden. Hier vor der Einfahrt zum Platz befindet sich die Müllentsorgung, getrennt nach Gelb für Glas, Blau für Papier und die roten Container sind dann für den Restabfall. Das ist der Parkplatz, wo ihr dann stehen könnt, wenn ihr den Platz um 12 Uhr verlassen möchtet, um noch eine Radrunde zu drehen. Hier darf geparkt, aber nicht gecampt werden. Also nur Fahrzeug abstellen und das Fahrzeug verlassen. Wir haben jetzt die 5 Euro bis 17 Uhr noch nachgebucht, weil wir gerne noch, wenn wir von der Radtour zurückkommen, uns draußen hinsetzen, einen Kaffee trinken, vielleicht noch mal in den See gehen, wenn das Wetter bis morgen wieder besser wird, aber es ist ja angekündigt, und noch ein wenig chillen wollen. Jetzt noch mal, wenn ihr hierher kommt und nicht gebucht haben solltet, bei der Buchung erhaltet ihr ansonsten, wenn ihr online bucht, einen Code, den ihr über dieses Bedienfeld, das sich links neben dem Tor befindet, eingeben könnt. Hier gebt ihr dann den PIN ein und das Tor öffnet sich und ihr könnt auch nach den Öffnungszeiten der Rezeption auf das Gelände fahren. Ihr bekommt gesagt, welche Plätze belegt sind und dann könnt ihr euch einfach einen Platz aussuchen. Die Platznummer gebt ihr einfach am nächsten Tag dann bei der Anmeldung an. Kommt ihr aber an und das Tor ist zu, könnt ihr über diese Telefonnummer anrufen und der Betreiber geht ans Telefon und fragt euch, ob ihr gebucht habt oder nicht. Dann sagt er euch, ob frei ist, gibt euch den PIN durch und sagt, wo euch nicht hinstellen sollt. Das Tor öffnet sich dann und ihr könnt die Platzwahl starten. Wenn er anruft, dann kommt da eine Ansage und danach drückt ihr die 1. Genau, es gibt eine niederländische Bandansage. Wir hatten die 4 gedrückt, das war dann vielen Dank für euren Anruf. Sie rufen außerhalb der Öffnungszeiten an. Danach haben wir dann noch mal ein wenig genauer zugehört. Da sind auch Kartoffelchen. Und es ist die Nummer 1, die ihr drücken müsst. Und dann habt ihr den Betreiber am Hörer. Hier stehen überall Kartümmelchenbäume. Da sind Kartümmelchen, aber die waren noch nicht ganz reif. Da sind Kartümmelcher mit Würmchen. Kartümmelchen mit Würmchen. Ja. Kennt ihr Kartümmelchen? Ich weiß nicht, wie die richtig heißen. Hinten den Baum, den ich gestern gefunden habe, die waren ja noch nicht reif, aber die sind ja schon rot. Ja. Letztes Jahr in Remagen war das, ne? Da haben wir die en masse gefunden. Und wo war das? In Frankreich? Nee. In Rerik. Nee, die sind noch nicht reif. In Rerik war das. Da lagen die doch wie gepflastert auf dem Boden. Das war nicht in Rerik, das war bei Wismar irgendwo, ist ja egal. Es gibt auch noch den Bereich hier runter, wo ihr mit dem Wohnmobil dann direkt am Ufer stehen könnt. Nicht wie wir da hinten, wo noch die Wiese vor ist. Aber da war gestern alles leider belegt. Vom Untergrund her ist es nicht verkehrt, wenn man Keile mit hat, aber nicht alle Plätze scheinen etwas uneben zu sein, ist auch nicht so gravierend. Wir haben sie gebraucht, aber viele stehen auch ohne da. Ist kein Muss. In dem Bereich könnt ihr auch noch in der zweiten Reihe stehen. Wir haben hier hinten noch eine Reihe an den Bäumen, wo ihr stehen könnt. Der Platz hat insgesamt 45 Stellplätze. Wir haben jetzt das erste Juli-Wochenende und der ist noch nicht mal zur Hälfte belegt, ne? Nein. Ja. Liegt aber auch vielleicht daran, dass es noch nicht so bekannt ist. Er ist, wie gesagt, auf Promobil noch nicht gelistet, nur auf Park4Night.
Auch hier sind die Plätze ausreichend groß. Hier kannst du dich längs stellen. Na, man sieht, die Plätze sind ein bisschen länger als bei uns hinten. Und auch Dickschiffe finden hier ihren Platz. Na, da haben wir nochmal den Wasseranschluss neben den Stromkästen, wo ihr dann kleine Mengen zapfen könnt. Ne? Ja. Du kannst auch große Mengen zapfen. Ja, dafür bin ich. Nachts, Anschluss aus. Ja. Nachts ist der Platz auch beleuchtet. Der war bis heute Morgen 7 Uhr waren die Lampen an. Das Zelt war auch relativ lange beleuchtet. Aber nicht bis irgendwo in den Morgenstunden. Ich habe extra einen Kopf heute Nacht aus dem Fenster gehalten, weil ich ja gucken wollte. Da hinten stehst du ganz lauschig, ne? Das ist ja richtig idyllisch da hinten. Der Bereich hier hat keine Stellplätze am Wasser. Da hätte man sich nur da hinstellen können, habe ich aber gestern nicht reagiert. Auf der rechten Seite des Sees, hinten wo der weiße Sand endet, ist noch ein Naturcamperplatz, den ihr auch online buchen könnt. Dieser Platz ist aber nicht über den Stellplatz anzufahren, sondern muss über eine separate Anfahrt angesteuert werden. Dazu kann euch aber der Betreiber mehr sagen. Hier steht man völlig autark. Das ist zu beachten. Sieht ja meine Turnschuhe aus. Ich bin gerade ein kleines nasses Schweinchen. Wer weitere Details zum Camperpark Teschardt und der Umgebung sehen möchte, der schaut doch bitte unser Video Naturbadesee Schardtwend. Dort seht ihr vieles rund um die tolle Gegend, oben den Naturcamperpark, der noch dazugehört, und vieles mehr aus der Umgebung und zum Platz. Uns hat der Platz super gefallen und wir werden definitiv hier nicht zum ersten und letzten Mal gewesen sein. Ich stell dich doch einfach vor mich. Gib mir die Tüte.